Oh. Ja, das kann man durchaus als Lehrling erkennen. Oh, der ist schwierig zu erkennen, denke ich mal. Der Lehrling, das Sternzeichen Lehrling, bietet einen permanenten Bonus eurer Magieattribut um 100 Punkte aufstockt. Ach so, ja. Ah, das ist Mana, okay. Euch aber auch eine permanente Steigerung eurer Anfälligkeit für Magie um 100 Punkte beschert. Okay. Die Fürstin. Die Eigenschaft Segen der Fürstin und Anmut der Fürstin übertragen permanente Boni von je 10 Punkten auf eure Attribute Willenskraft und Konstitution. Die Magier-Eigenschaft gewährt euch einen permanenten Bonus, der euer Magieattribut um 50 erhöht. Also 50 weniger Mana wie beim Lehrling, aber auch keine Anfälligkeit. Die Dieb-Eigenschaft verleiht euch Attribut Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Glück einen permanenten Bonus von je 10 Punkten. Unter dem Sternbild des Atronach stellt ihr eure Magie nicht im Schlaf wieder her, aber ihr erlangt einen permanenten Bonus, der eure Magieattribut um 150 Punkte steigert. Also nicht im Schlaf. Das heißt, wenn ich schlafe, bringt mir das nichts. Also muss ich warten. Das hört sich gar nicht mal so schlecht an. So wie einen konstanten Zauberabsorptionseffekt zur Wiederaufladung eurer Magie. Das hört sich interessant an. Das Zeichen des Fürsten gibt euch den Zauber Blut des Nordens zur Wiederherstellung von 90 Punkten Lebensenergie. Zugleich erhaltet ihr aber den Trollkinnfluch, eine permanente 25% Anfälligkeit für Feuer. Der speziellen Eigenschaft Kuss der Liebenden könnt ihr einmal täglich für den Preis von 120 Punkten Ausdauer einen Gegner 10 Sekunden lang lähmen. Nee. Das sind aber mehr als 9. Du hast mich angelogen. 10, 11, 12, 13, 13. Unter dem Zeichen des Ritualgeborenen könnt ihr die spezielle Eigenschaft Maras Gift einmal täglich als mächtigen Zauber zur Wiederherstellung der Lebensenergie einsetzen. Der Zauber gesegnetes Wort ist ein mächtiger Zauber für die Vertreibung von Untoten. Der Schlangenzauber verursacht Berührung 20 Sekunden lang Giftschaden, der Größe 3, während er euch heilt und Magie geht. Euch bannt, wobei ihr 100 Punkte Ausdauer verliert. Hört sich nicht schlecht an. Der speziellen Eigenschaft Mondschatten könnt ihr einmal täglich 60 Sekunden lang unsichtbar werden. Wow. Könnte aber durchaus nützlich sein. Das Sternbild Schlachtross verleiht eurem Schnelligkeitsattribut einen permanenten Bonus von 20. Mein Gott. Der Turm. Mit der speziellen Eigenschaft Turmschlüssel könnt ihr einmal täglich eine Tür oder einen Behälter der Schlossstufe Durchschnitt oder darunter öffnen. Wow. Der Turmwächter erlaubt es euch einmal täglich einen Schadenzauber der Stufe 5 für 120 Sekunden zu reflektieren. Oder die Kriegereigenschaft verleiht euren Attribut Stärke und Konstitution einen permanenten Bonus von je 10 Punkten. Also für mich. Zwischen den beiden würde ich entscheiden. Ich finde das hier irgendwie interessant. 150 Magiebonus und Zauberabsorptionseffekt ist interessant, selbst als Tank. Gerade der hier. Und ja, und damit kann ich mich halt heilen, oder? Ich kriege halt Stärke und Konstitution. Das ist, glaube ich, dieses 0 auf 15. Ich nehme einfach mal das hier, weil ich es kann. Die sicher, dass ihr unter folgendem Zeichen geboren werden möchtet. Also ich kann jetzt entscheiden, wie ich geboren werde. Okay, alles klar. Ja, ich nehme den Atronarch, einfach weil ich es kann. Die Zeichen, die ich gelesen habe, deuten vom Ende meines Weges. Der Tod, ein notwendiges Ende, wird mich zu gegebener Zeit ereilen. Wunderbar, was ist mit mir? Eure Sterne sind nicht die meinen. Heute soll euch der Atronach beim Tragen eurer Last helfen. Könnt ihr mein Schicksal erkennen? Habt ihr keine Angst zum Sterben?
Mir eilen keine Trophäen meiner Triumphe voraus, aber ich habe gut gelebt und mein Geist sollte schnell zur Ruhe kommen. Menschen sind nur Fleisch und Blut. Sie kennen ihr Schicksal, aber nicht seine Stunde. In dieser Hinsicht bin ich gesegnet, die Stunde meines Todes sehen zu können. Mein mir vorbestimmtes Schicksal und dann zu fallen. Du bist sowieso schon total alt, wenn man es so sieht, aber gut, könnt ihr mein Schicksal erkennen? Meine Träume gewähren mir keinen Ausblick auf Erfolg oder Misserfolg. Ihre Sphäre dringt nicht durch die Türen des Todes. Aber in eurem Gesicht erkenne ich den Gefährten der Sonne. Die Dämmerung von Akatosh strahlendem Ruhm könnte die herannahende Finsternis vertreiben. Mit solcher Hoffnung und dem Versprechen eurer Hilfe muss ich mein Herz zufrieden geben. Wohin gehen wir? Ich gehe in mein Grab. Eine Stimme, schriller als jede Musik, ruft mich. Ihr könnt mir eine Weile lang folgen, doch dann müssen wir uns verabschieden. Okay. Ihr könnt euch eigentlich auch nützlich machen. Hier, nehmt diese Fackel und bleibt in der Nähe. Die klingen. Wir sind die Leibwachen des Kaisers. Wir haben die Aufgabe, ihn aus solchen Situationen herauszuholen. Obwohl ich zugeben muss, dass die Dinge nicht ganz nach Plan laufen. Ach, was du nicht sagst. Uriel Septim. Ich habe den Auftrag, den Kaiser hier lebend herauszubringen. Und das habe ich auch vor. Okay. Bleibt in unserer Nähe und lasst uns unsere Arbeit machen. Dann wird Du willst, dass ich eine Fackel trage, ne? Dann kriegst du eine Fackel. Wo ist die denn? Fackel, da. Euch nichts geschehen. Da hast du deine Fackel. Ich habe nur diese blöden Dinger, die gar nichts... Oh. Kann ich nicht... Wow. Respekt. Für mich war das unmöglich. Aber du hast sie einfach so geöffnet. Und da ist eine Drohne. Wie kannst du das Ding übersehen, du Trottel? Erledigen wir. Beschützt den Kaiser. Hey. Der Kaiser ist in Gefahr. Für den Kaiser. Mein Schwert im Drachen. Das habe ich ganz allein geschafft. Wing. Oh, das ist geil. Ich glaube, ich war gar nicht mehr so schlecht in Atronarchen da. Fahr zur Hölle. Der Kaiser ist in Gefahr. Nimm dich in Acht, Baurus. Allerdings regeneriere ich so auch kein Mana. Das ist natürlich ganz schlecht. In Gefahr. Für die Klingen und den Der Kaiser ist in Gefahr. Ja, jetzt habe ich Pech gehabt. Also passiv regeneriere ich jetzt kein Mana mehr. Interessant, aber doof. Egal. Ich bin eh Krieger. Trank der Schnellen. Irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt die halbe Beschreibung immer. Töte alle Heiligsten. Moment, das gefällt mir nicht. Das will ich mir ansehen. Hallo. Niemand da. Los jetzt. Wir sind schon fast bei den Abwehr. Okay. Wahrscheinlich kommt sowieso irgendwo jetzt einer her. Oder auch nicht. Verdammt! Das Tor ist von der anderen Seite versperrt! Eine Falle! Was ist mit dem Seitengang dort hinten? Einen Versuch ist es wert. Ihr habt coole Schwerter, ne? Ein Katana. Dafür habe ich eine Fackel. Das ist eine Sackgasse. Wie lauten eure Befehle, Herr? Sie sind hinter uns. Wartet hier, Herr. Ihr bleibt hier beim Kaiser. Schützt ihn mit eurem Leben. Für den Kaiser! Für den Kaiser!
Okay. Ihr werdet mich nie besiegen. Ich kann nicht weitersprechen. Ihr müsst dem Prinz der Zerstörung und seinen sterblichen Dienern allein entgegentreten. Das Amulett der Könige darf ihm nicht in die Hände fallen. Nehmt das Amulett, bringt es zu Joffrey. Er allein weiß, wo mein letzter Sohn zu finden ist. Findet ihn und schließt den Schlund Oblivions. Oblivions, ja. Du dachtest wohl, wir wären einfach zu besiegen, was? Oh. Ja, hier sind wir, ich komm mich nicht zu. Ihr habt euch einen schlechten Tag ausgesucht. Du dachtest wohl, wir wären einfach zu besiegen, was? Wie die den einfach wegmetzelt, ja? Wing. Nein. Talos möge uns beistehen. Wing. Wir haben versagt. Ich habe versagt. Die Klingen haben geschworen, den Kaiser zu schützen. Und jetzt sind er und all seine Erben tot. Das Amulett, wo ist das Amulett der Könige? Bei der Leiche des Kaisers war es nicht. Der Kaiser hat es mir gegeben. Merkwürdig, er hat etwas in euch gesehen, hat euch vertraut. Es heißt, es ist das Drachenblut, das in den Adern der Septime fließt. Sie sehen mehr als gewöhnliche Sterbliche. Das Amulett der Könige ist ein heiliges Zeichen des Kaiserreichs. Die meisten denken an die Krone des Roten Drachen, aber das ist nichts als Geschmeide. Oh. Das Amulett hat Macht. Es heißt, nur ein wahrer Thronerbe des reinen Bluts kann es tragen. Er muss es euch aus einem ganz bestimmten Grund gegeben haben. Sagte er warum? Ich muss es zu Joffrey bringen. Joffrey? Das hat er gesagt? Warum? Es gibt noch einen Thronerben. Nie gehört, aber Joffrey müsste das wissen. Er ist der Großmeister meines Ordens. Auch wenn ihr das nicht unbedingt denken würdet, wenn ihr ihn seht. Er lebt friedlich als Mönch in der Venon-Priorei, in der Nähe von Koroll. Wie komme ich dorthin? Als erstes müsst ihr hier herauskommen. Diese Tür muss zu den Abwasserkanälen führen, am versperrten Tor vorbei. Dort gehen wir hin. Das ist ein Geheimweg aus der Kaiserstadt heraus. Oder war zumindest einmal geheim. Hier, ihr braucht diesen Schlüssel für die letzte Tür zu den Abwasserkanälen. Okay, na, ansonsten spreche ich ohne meinen Mund zu bewegen. Dort gibt es Ratten und Goblins. Aber nach dem zu urteilen, was ich von euch gesehen habe, seid ihr ein erfahrener Ritter. Habe ich recht? Oha. Jetzt müsst ihr eure Klasse wählen. Die wichtigste Fähigkeiten eurer Klasse haben höhere Anfangswerte als die eurer übrigen Fähigkeiten. Eure Stufe steigt, wenn ihr diese Hauptfähigkeiten verbessert. Ach je, Gott. Ach Gott. Wer eine Klo... Erst eine Sub-Dev-Kl... Gott, diese Abkürzung. Wähle eine Klasse... Oder erstelle eine selbstdefinierte Klasse. Okay. Liebeskunst, nein. Kampf, Barbar, nee. Hexen, nee. Kreuzritter. Herstellung, Athletik, Schwertkampf, Zerstörung, stumpfe Waffe, Nahkampf. Kriege. Waffenschmied, nee. Magier, Mönch. Ritter wurde mir vorgeschlagen. Blocken, Illusion, schwere Rüstung, stumpfe Waffe. Ich definiere eine selbst. Und zwar mit Kampf. Okay. Vier Tranke. Ah. Stärke bestimmt, wie viel ihr tragen könnt. Intelligenz, Magie verfügen, Willenskraft. Stimmt eure Fähigkeit, Magie abzuwehren und sie zu regenerieren, sowie eure Ausdauer. W2. Bestimmt eure Ausdauer, eure Lebensenergie und legt fest, wie sie ansteigt, wenn ihr schlaft. Und wenn ihr eine Stufe aufsteigt, oder wenn ihr eine Stufe aufsteigt, maßgebend für die Fähigkeit Blocken, Spiel, Waffenschmiedekunde und schwere Rüstung. Maßgebend für stumpfe Waffen, Klingenwaffen und Nahkampf. Maßgebend für Fähigkeiten, Zerstörung, Wiederänderung, Wiederherstellung. Also ich schätze mal. Ah. Dieses blöde Mikrofon, das steht mir gerade hier gerade voll im Weg. Konstitution und Stärke oder Willenskraft? Konstitution auf jeden Fall. Blocken, Waffenschmiede, Kunst, schwere Rüstung. Die beiden habe ich auf jeden Fall.
Klingenwaffen und Nahkampf. Oder Wiederherstellung. Regenerieren sowie. Die Tränke und Ausdauer und den Schaden. Ausdauer und Lebensenergie. Ausdauer Schaden. Ich nehme mal Konstitution und Stärke. 7 Hauptfähigkeiten. Blocken. Greift ohne Waffen an, brauche ich nicht. Gott, ich habe gerade irgendwas im... Beginnt dort jeweils bei 25 Lehrstufen. Schwerrüstung, jetzt Rüstungen aus Eisenstahl, eben erst sowie dwemerische Orksche und dwederische Werk. Okay. Schwertkampf, schwere Rüstung. Stumpfe Waffen, das sind jetzt 4. Wiederherstellung mache ich auch. Ich will 5 Waffenschmied. Schütze. Magie absorbieren, reflektieren und zerstreuen. Objekte bewegen, Leben aufspüren und Seelen binden. So, macht weite Sprünge, vermeidet Schaden, wenn ihr. Lauft mit und schwimmt mit minimalen Ausdauerverlust. Mangel an Ausdauer verringert die Effizienz aller Fähigkeiten. Nehme ich wahrscheinlich nochmal den Schützen mit. Und die Athletik. Störung, Wortgewandtheit braucht. Überzeugt eure Zuhörer mit der Kraft des Wortes. Ist auch interessant. Waffenschmied. Ach komm, Athletik mal hier. Machen wir so. Okay. Selbstdefinierte Klasse. Nein, das wird eindeutig der Paladin. Ist doch logisch. Pharaohs Falkenschild, der Paladin. Paladin. Okay. Erstellen Paladin-Klasse. Ja. Das ist der dritte. Stärke und Charisma, Stärke und Konstitution. Blocken, schwere Rüstung, stumpfe Waffe, Schwertkampf, Wortgewand, Wiederherstellung und Waffenschmied. Nahkampf, aber ich finde den Nahkampf total sinnlos. Den Paladin nehme ich, ja, beenden. Seid ihr sicher, dass ihr Folgendes sein möchte? Paladin, ja. Ich war ganz in der Nähe. Wie dem auch sei, Ratten und Goblins werden euch jedenfalls keine Schwierigkeiten machen. Durch die Abwasserkanäle und dann? Ihr müsst Joffrey das Amulett überbringen. Macht euch sofort auf den Weg zur Vaynon-Priorei. Aber seid vorsichtig, alles okay. Klar? Nein, bitte erklärt noch etwas mehr. Ja, ist in Ordnung. Gut, der Kaiser tat gut daran, euch zu vertrauen. Und das lasst mir jetzt einfach so, nachdem ich nicht geschafft habe, ihn zu beschützen. Was ist mit euch? Was werdet ihr tun? Ich bleibe. So bewache ich den Kaiser und stelle sicher, dass euch niemand folgt. Macht euch lieber auf den Weg. Möge euch Talos leiten.